Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dragonlance 2. Schön, dass ihr auch diesmal wieder eingeschaltet habt. Ich sag einfach mal, es ist ein guter Zeitpunkt hier aufzuhören zu reparieren. Ich habe ja, ich glaube, ein oder zwei Zyklen habe ich sicherlich durchgekriegt und das soll mir erstmal reichen. Und deswegen lege ich erstmal meine ganzen Toolkits hier wieder ab. Ja, habe ich auf allen vernünftig gemacht. Dann habe ich hier mein Squad, was aus 6 Leuten momentan besteht. Und ich würde jetzt ganz gerne endlich mal meine neuen Leute abholen. Das werde ich mit Skyrider direkt hier machen. Das heißt also, ich fliege mit Skyrider hier hin und dann bringe ich die nach Omerta schnell rein, mein Squad 1. Das ist ja nicht allzu teuer und geht eben schnell. Und ich hoffe, dass ich damit, ich hoffe, dass ich damit noch vor Tagesanbruch fertig bin. Have arrived. Await instructions. So, Grummine wurde angegriffen. Sollen sie machen, die Jungs. Da habe ich wirklich mehr als genug Milizen. Und dann werde ich gleich mal sehen, dass wie sich die beiden neuen so schlagen. Skyrider ist hier. Das heißt, alle rein in den Helikopter. Und dann macht sich der Helikopter auf den Weg hierhin. Schön in den Sektor rein, wo halt hoffentlich, wenn das Spiel nicht buggt, Carlos und Miguel sich mir anschließen sollten. Hier unten sitzt gerade irgendjemand, das ist mir egal. Und ich wollte eigentlich mal gucken, in Drassen habe ich da noch Ausrüstung für die irgendwie, also zumindest eine Rüstung oder so. Sollte sich ja eigentlich noch auftreiben lassen, also Cleaning Kits brauchen sie definitiv, die habe ich da. Ja, ich werde definitiv in Drassen mal vorbeigucken. Also das Waffen-Equipment haben sie hier zumindest und ein, zwei NVGs haben sie vielleicht auch. Und ich muss ja sowieso, wollte ja schon ewig mal hier in dieser Sam-Site wieder vorbeischauen und wollte hier die Milizen neu ausbilden. Und also ich sehe schon, die ganze Karte füllt sich hier wieder mit Feinden. Ne? Es ist echt ein Traum. Aber hier wird erstmal ausgestiegen, bevor ich irgendwas anderes mache. So, komm jetzt. Nee, das will ich doch gar nicht machen. So, jetzt hier rein in den Sektor. Und so, und dann gucke ich mal beim Milizhauptquartier vorbei. Da war ich auch lange nicht mehr. So, kann ich hier gerade schon runter? Ja, das sieht ganz gut aus. Also, alle eine Etage tiefer, bitte. Und dann nehme ich mal Max und spreche erstmal mit Miguel. You are well. I have faith in us. Victory will come. We have nothing to talk. Ja, scheinbar. It is awful, yeah? We are grateful for your presence. I have to go now. Scheinbar haben die mir nicht so viel zu sagen, aber ich habe ja auch noch nicht probiert, sie zu rekrutieren. Sehen wir mal, was sie da sagen. It does not seem right at this moment. The time is not right. I am needed in Omerta. Ja, nein. Also ich verstehe das gerade nicht. Ihr hattet mir in den Kommentaren gesagt, ich muss noch eine Stadt mehr einnehmen. Und das habe ich ja jetzt gemacht. Ich kontrolliere ja jetzt Grumm, also zu dem Zeitpunkt, wo das gesagt wurde, da habe ich Grumm ja noch nicht kontrolliert. Also war dieser Angriff, der in Grumm kam, war das tatsächlich kein großer Gegenangriff? Und hat das Spiel quasi nicht gemerkt, dass ich Grumm kontrolliere? Denn ansonsten würde ja eigentlich, müssten die sich ja eigentlich mir anschließen jetzt. Vielleicht zählt dieser linke Sektor von Omerta gerade nicht als eingenommen. Weil
weil da ab und zu ja mal Feinde vorbeischauen. Nee, Moment, das ist der falsche Sektor. Und dann kommt ja immer die Nachricht, dass dieser Sektor gerade nicht mehr eingenommen ist. Ich werde gerade nochmal meine Leute hier in den linken Sektor schicken. Und dann werde ich mal gucken, ob das was hilft. Wo ist denn jetzt nochmal hier dieser... dieser Weg nach oben. Da steht da einfach jemand davor. Ja, da stand einfach jemand davor. Okay. So, ich gucke gerade mal, was passiert, wenn ich jetzt meine Leute von Squad 1 hier in den linken Sektor reinschicke. Dann müsste jetzt dieser Sektor definitiv wieder als eingenommen zählen. Und dann gehe ich nochmal hierhin zurück. Und gehe nochmal hier in das Rib. Oder muss ich Estoni wieder besuchen, damit das funktioniert. Das kann natürlich auch sein. Das wollte ich ja sowieso mit Squad 2 gerade oder demnächst machen. Obwohl Estoni ja auch keine wirklich einnehmbare Stadt ist. Ne? Das ist ja auch einfach nur eine Stadt, die da so existiert. So, ich gehe noch mal kurz runter. Oder muss ich irgendwie mit Ira mit denen sprechen oder irgendwie sowas? Also, ich weiß es nicht. With 5 villages liberated, I feel confident that the people of the countryside are free from her tyranny. Carlos and I are available to join with your group now. Aha. We have nothing to talk. Almost half the country is ours. But we... I have to go now. Yes, it is time to unite as one force. Together we will witness victory. Miguel habe ich. I am impressed with your leadership. I will join because it is best for Arulco. Und Carlos habe ich. Okay, es war tatsächlich so, dass dieser eine Sektor, wo immer mal wieder Feinde durchpatrouillieren, dass der nicht mehr als eingenommen zählte und deswegen Omerta nicht mehr als eingenommen zählte. Muss man wissen, aber so ähnlich habe ich mir das schon gedacht, weil ja die ganze Zeit da immer irgendwelche Nachrichten kamen. So, dann gucke ich mir die beiden mal an. Miguel auf Level 6, ich hoffe, der verbessert sich noch. Und Carlos auf Level 4, also wirklich nicht wirklich gut. Dafür aber 83 Stärke ist nicht schlecht. Was hat der? Deputy Melee Night Ops. Ja, das ist schon, ist genauso wie ich das auch gelesen hatte. A throwing Stealthy Scouting, ja. Und die Werte muss ich mir aber trotzdem nochmal genau angucken. Also die Rüstungen gehen natürlich gar nicht. Oh, und er hat hier noch den Brief dabei. Und finde ich ja nett, dass er den aufbewahrt hat für uns. 85 Marksmanship ist aber schon ganz brauchbar eigentlich. 73 Agility, also... Miguel ist gar nicht so schlecht. Wisdom 80, also der wird auch relativ schnell dazulernen. Und Carlos Wisdom 71, naja, das geht so. Also wie ich es auch gelesen habe mehrmals, also zu diesem Zeitpunkt des Spiels ist es halt nicht so das Gelbe vom Ei. Aber Miguel immerhin ist auf einem Stand wie meine, naja, relativ... frisch angeheuerten Söldner, also Henning, Scream ist ja noch relativ neu. Henning lernt ja sowieso nichts dazu und Madoc und Dimitri sind halt einfach dumm und lernen halt total langsam. Ja, also ich bin ganz zufrieden damit, dass ich die beiden überhaupt erstmal bekommen habe. Ja, das ist ja schon mal gut. Dann habe ich hier auch ein zweites 8er-Squad voll, mit Leuten, die halbwegs gut kämpfen können. Gehe ich mal wieder aus dem Bunker hier raus. So, und jetzt muss ich die natürlich auch noch vernünftig ausrüsten, denn die haben ja momentan wirklich also überhaupt keine vernünftige Ausrüstung. Habe ich hier in Omerta noch? Ich glaube, hier habe ich nichts rumliegen, ne, was man irgendwie gebrauchen könnte. Nee. Die sollen ja nicht unbedingt Scharfschützengewehre bekommen. Das ist vielleicht nicht gerade das Sinnvollste. Ich wollte dieses Team ja sowieso noch umrüsten, dass das so ein bisschen zu einem Nachteinsatzteam wird. Und wie sieht's hier aus? Auch nicht so ganz, was ich mir vorgestellt habe.
Ich gucke gerade mal, wie viel hat Carlos irgendwie? Ja, auch nur so eine Flag Jacket. Das ist ja nun wirklich überhaupt nicht toll. Und eine Mini 14, was am Anfang des Spiels ja wirklich gut war, aber inzwischen auch nicht mehr. Also, nun wirklich nicht mehr gut ist. Habe ich hier, was habe ich denn hier an Rüstung? Keramikplatten, neue, was gar nicht so schlecht ist. Spectra, keine Dyneema-Westen, keine Spectra-Helme, wenn ich das jetzt so auf den ersten Blick richtig erkannt habe. Ja, die muss ich also definitiv noch besser ausrüsten. Sonst geht es nicht. Also sonst geht es überhaupt nicht. MP5 SD habe ich hier ein paar und natürlich die vernünftige Munition dafür, die AET-Munition. Könnte man für den Anfang vielleicht erstmal machen. Für die P90 habe ich auch noch die AET-Munition. Die habe ich ja die ganze Zeit nicht verwendet. Eigentlich müsste ich mir jetzt zu diesem Zeitpunkt Waffen bestellen und neue Ausrüstung bestellen für die ganzen Leute. Aber leider habe ich dafür eben einfach nicht das Geld auf der hohen Kante gerade. Hier habe ich zumindest noch Dyneema-Westen, Spectra-Helme, auch wenn die nicht so wirklich gut dabei sind. Ein paar Keramikplatten noch. Und naja, die müssen dann halt einfach mit den... Also die Mini 14 werde ich definitiv austauschen, aber da müssen die halt mit den Waffen leben, die sie jetzt momentan gerade haben. Würde ich einfach mal behaupten. Kann ich gerade noch... Nee, ich kann die glaube ich gar nicht alle in den Heli einladen, ne? Das ist auch so ein Problem. Ja, genau, das geht leider nicht. Das heißt, die sind ab jetzt zu Fuß unterwegs. Und den Heli schicke ich zurück nach Drassen. Das heißt, so brauchbar ist das gar nicht, wenn ich den Heli hier stationiere, ne? Wenn ich immer nur 6er-Teams transportieren kann mit dem Teil. Da muss ich auch nochmal in der Config nachgucken, wie ich das eventuell noch ändern kann. So, was habe ich denn hier nochmal? Ja genau, das war nichts wirklich Sinnvolles. Die Sonnenbrille kann ich noch mitnehmen erstmal und Extended Ear und Gasmaske kann ich noch mitnehmen. Also ich werde einfach mal mit dem Squad 1 hier kurz einen Sektor rüberlaufen. Achso, in Drassen hätte ich ja eventuell auch noch was. Das hatte ich ja eben schon geguckt. In Drassen muss ich früher oder später sowieso nochmal vorbeischauen. So, wie sieht's hier aus? Na, hier gehe ich nicht durch den Sektor. Natürlicherweise durch. Ja gut, dann laufe ich halt erstmal nach Drassen. Dann laufe ich halt erstmal nach Drassen. Dann ist das halt so. Und hier abseits der Straße läuft es sich natürlich nicht besonders schnell. Aber gleich sollte es dann um einiges schneller gehen. Und die ganzen Leute, die ich hier eben gesehen habe, die sind inzwischen auch aufgerückt in Richtung Cambria. Wo ich sie, denke ich mal, dann auch demnächst gebührlich empfangen werde. Krumme Mine wird angegriffen. Ja, das wird in nächster Zeit vermutlich öfter passieren. So, ich lasse die Leute hier erstmal schön nach Drassen wandern und dann fülle ich die Milizen hier wieder auf und decke die Sektoren hier noch auf. Und dann gucke ich mal, wie es weitergeht. Die Quest in San Mona wollte ich ja auch immer noch machen, den Spannerjungen da abzuholen. Da könnte ich eigentlich auch mal nachgucken, ob es sonst noch irgendwelche offenen Quests gibt, an die ich gerade nicht mehr denke. As you asked, I have reached new location. Okay, das sieht doch... Also die anderen sind definitiv halbwegs vernünftig ausgerüstet. Das heißt also, hier geht's erstmal an den Miguel. Der kriegt auch Sonnenbrille. Ja, und der Helm ist natürlich totaler Schwachsinn. Ein Dyneema-Helm hätte ich hier, aber will ich wirklich einen Dyneema-Helm? Eigentlich nicht, ne? Nee. Spectra-Helme hatte ich ja in diesem anderen Sektor da noch. Habe ich vielleicht hier an der Sam-Site noch irgendwelche Items? Dyneema-Helm, Dyneema
Hosen. Oh, da sind Spectra-Hämmer, okay. Da muss ich den beiden ja jetzt erstmal noch keine... Ach so, und was für Waffen gibt's denn hier? Noch keine Helme aufsetzen, denn ich besuche ja sowieso als nächstes hier den Sektor. AR-Suppressor, Cleaning-Kits, ach so, Cleaning-Kits brauchen die natürlich auch. Ich gucke einfach mal, was ich so hier habe. Lade natürlich die AK samt Munition erstmal aus. Denn die sind auch eher nicht zu gebrauchen. Leichtes Messer für 1 Kilo, ja, das geht auch besser. Habe ich aber nicht hin besser. Also, achso, was ist dieses KCB? 0,4 Kilo. Ja. Alles klar. Die Weste hier legt auch erstmal ab. So, und dann gucke ich mal, was ich hier alles da habe an Rüstung. Ich muss einfach im Hinterkopf behalten, dass die erstmal Rüstung kriegen. Und dass ich denen früher oder später nochmal eine neue Ausrüstung geben muss. Und ich werde ihnen jetzt einfach mal irgendwelche Sachen aufsetzen, damit sie überhaupt irgendwas anhaben. Ich weiß ja nie, nicht vielleicht doch unterwegs noch irgendwie überraschend, man irgendwie in eine Feindpatrouille gerät oder sowas. So ein Extended Ear, das kriegt Miguel auch. Wenn das auch nicht mehr so wirklich gut ist. Cleaning Kit ist definitiv sehr wichtig. Dann hätte ich hier noch Kevlar-Hose, die auch nicht mehr so wirklich frisch ist. Tvaron-Hose habe ich auch. Dann werde ich einfach meine Tvaron-Hose hier jetzt verteilen. Und die Knieschoner da rein. Dann ist die Rüstung hier, naja, also komplett will ich jetzt nicht sagen, aber zumindest hat er mal Rüstung an. So, dann ist er, glaube ich, mit einer Flecktarnweste gar nicht so schlecht beraten. Und wie sieht es von der Bewaffnung her aus? Also eine schnöde MP, ja, will ich ihm halt auch nicht geben. Selbst für den Nachtkampf. Das heißt, eine P90 ist natürlich gar nicht so schlecht. Die MP5 SD würde ich ihm jetzt nicht unbedingt geben. Ich werde einfach mal eine P90 nehmen und dann kann man ja sehen, was sich daraus dann auf lange Sicht quasi noch entwickelt. Ansonsten halt Standardausrüstung für die P90 wäre natürlich Rifle Sling dran und Zweifachscope dran und irgendwie so ein Laser Sight. Ja, das haben wir auch. Ja, was passt hier nochmal dran? Passt hier ein LAM 2000 passt da dran. Ach, das war wieder diese Sache, wo ich das schon ewig mal ausprobieren wollte, was besser war. Ja, werde ich jetzt auch nicht machen, tut mir leid. Ich habe sowieso kein LAM 2000 hier, da baue ich einfach ein Lasersight dran. Pistol Suppressor habe ich auch noch am Start. Und hier würde Rotten Spring reinpassen, das habe ich aber sowieso nicht da. Das heißt also, gucke ich mal, wie viele Magazine ich hier rauskriege. Ach ja, gar nicht so wenige eigentlich. Aber ich will natürlich nicht die ganze AET-Munition verschwenden, wenn ich ja auch noch andere Munition habe. So, also zwei Streifen quasi AET-Munition für den wirklichen Notfall und ansonsten noch ordentlich AP-Munition. Ich glaube, das ist erstmal gar kein schlechter Anfang. So, dann gucke ich mal, ob ich irgendwelche... Ja, die muss ich halt auch austauschen gegen bessere. First Aid Kit, definitiv. Habe ich irgendwo ein First Aid Kit hier noch in dem Sektor? Nee, sieht auch nicht danach aus. Ja, vielleicht sollte ich hier tatsächlich mal die Gegenstandsordnungsfunktion benutzen. Nee, kein First Aid Kit da. Granaten sollte ja jeder ein paar Mini-Granaten vielleicht noch haben, aber die sind auch alle schlecht. Naja, ich gebe denen quasi als Platzhalter erstmal Granaten mit, damit ich weiß, da gehört noch was rein in den Slot. Dann hätte ich natürlich gerne
LBE in irgendeiner Form, also am besten einen von diesen kleinen Rucksäcken, aber die scheine ich gerade auch nicht zu haben. Nee, habe ich auch nicht. Eine Gasmaske brauche ich definitiv auch noch. Da werde ich mal gucken, wo die denn überhaupt nochmal waren. Das weiß ich nämlich auch nicht mehr. Hier so eine Feder, die stecke ich mir mal in... Ah, die kann ich mir gar nicht in die Tasche stecken. Ist wohl eine große Feder. Ja, solange ich hier kein First Aid Kit dabei habe, kann ich dann aber sicherlich Nee, kann ich nicht. Das finde ich gerade nicht. Ach, das ist doch alles Mist irgendwie. Ja, so ein Camo-Shirt, das werde ich aber mir unterziehen. Ja, das ist für den Nachteinsatz ja auch gar nicht so schlecht. Dann bin ich bei 30% Camo. Also ich würde gerne eigentlich alle aus dem Squad irgendwie noch mit einem Ghillie-Suit oder sowas ausrüsten. Aber die habe ich natürlich auch nicht alle vorrätig hier. Aber genau genommen habe ich gar keine vorrätig. So, Rauchgranate wollte ich definitiv noch haben und Gasmaske. Ah, hier habe ich Gasmasken. So, erstmal irgendeine. Hauptsache, die haben erstmal was in dem Slot, damit ich daran denke, das später noch aufzufüllen. Wie geht's weiter? Sidearm braucht man auf keinen Fall mit einer MP. Ja, soll ich denen jetzt einen Rucksack mitgeben? Ich gebe ihnen erstmal einen Rucksack mit. Falls ich merke, dass ich in den anderen Sektoren, die ich jetzt besuche, keine Rauchgranaten habe, die in Ordnung sind. Bin ich jetzt bei 9... Oh, der kann ganz schön viel tragen. 69% Gewicht. So, auch zwei Knicklichter auch da, damit ich das merke, dass da eigentlich noch was anderes reingehört. Flashbangs sind immer gut. Wenn man ein Gebäude stürmen will. So, zwei Tränengasgranaten, die halbwegs okay sind. Und das war's dann eigentlich auch schon. Hier gehört noch das First Aid Kit rein, was ich momentan ja gar nicht habe. Und eine Wasserflasche hätte ich noch ganz gerne, aber ich glaube, davon habe ich hier auch gar keine. Sieht mir zumindest jetzt nicht wirklich danach aus. Nee, und die P90 ist mehr oder weniger fertig ausgerüstet. Ich bräuchte halt Rotten Spring noch dazu. Achso, wo ich gerade von Rotten Spring rede, ich wollte die Feder doch mitnehmen. Hier ist die Feder. So, alles klar. Dann habe ich den Carlos noch. Der wird auch mal erstmal komplett ausgezogen. Was habe ich denn... nichts wirklich Vernünftiges und selbst das LBE ist relativ schlecht, was der mit hat. Naja, das war ja auch beim anderen nicht anders. Hier auch wieder ein Rucksack, damit ich zumindest die Tränengasgranaten mitführen kann. Und ich gebe ihm auch einfach mal eine P90. Da habe ich ja eben schon mir die Munition aus den Kisten rausgeholt. Fehlt aber natürlich hier noch fehlen die richtigen Attachments für das Teil. Einmal Scope, einmal Laser Sight. Pistol Suppressor hatte ich noch einen, ja genau, da ist er. So, Munition würde ich gerne dasselbe Setup oder ein ähnliches Setup nehmen. Aber ich habe eben gerade, ich kann hier, hier müssten P90 Magazine reinpassen, ne? Ja, tatsächlich. Das heißt, ich kann Miguel tatsächlich noch so eine Taschen geben. Wo ist sie denn nochmal? Double Mag Pouch habe ich doch eben gerade noch. Genau hier. So, dann würde ich sagen, ich habe sechsmal. Ah ja, das ist ja super. Dann kommt direkt noch ein bisschen AET-Munition mit. Und dann wieder zurück zu Carlos. Carlos braucht als allererstes ganz dringend LBE. Diese Westen hier sind ja gar nicht so schlecht. Nicht so gut wie eine... ich hätte eine Strike-Weste. Aber das ist nicht Sinn der Sache. Die Leute sollen ja relativ gut getarnt sein.
Obwohl ich die Weste natürlich sowieso früher oder später noch... Ich gebe ihm erstmal die Weste einfach. Und dann hat sich die Sache erstmal. Dann hätte ich ganz gerne natürlich ein Cleaning Kit. Habe ich irgendwo... Hier habe ich ein Cleaning Kit. Alles klar. Dann hätte ich ganz gerne natürlich eine Rüstung und Helme. Ich werde ihm erstmal einen Pharon-Helm hier aufsetzen. Dann braucht er eine Gasmaske definitiv. Jeder braucht eine Gasmaske. So, Sonnenbrille, Nachtsichtgerät. Hier ist ein Nachtsichtgerät. Zwar nur erste Generation. Aber immerhin hat er überhaupt eins. Pharon-Hosen ist, glaube ich, das Beste, was ich momentan hier auf Lager habe. Und die Cylon-Rüstung wahrscheinlich auch. Ja, und dann tue ich hier noch die Keramikplatten rein, damit er wenigstens ein bisschen geschützt ist. Ist er mein bei 85% Rüstung, was nun wirklich nicht viel ist. So ein Headset habe ich hier auch gar nicht mehr. Ja, es ist ein trauriger Zustand hier. So ist das halt, wenn man darauf besteht. Wenn man darauf besteht, die Sachen immer wegzuschaffen, irgendwo anders hin, dann hat man da, wo man die Sachen braucht, hat man da nichts mehr. So, aber Munition, ich glaube... Genau, Miguel hatte noch zwei Magazine mehr. Aber ich habe, glaube ich, gar nicht mehr so die Munition dafür. 5,7... Ja, da habe ich halt hier die Hohlspitzmunition noch, die mir in diesem... zu diesem Zeitpunkt des Spiels ja nun nicht wirklich viel bringt. Aber egal, in der Not frisst der Teufel fliegen, würde ich sagen. So, das hätte ich also. Dann brauche ich noch ein First Aid Kit, das habe ich ja gar nicht mehr da. Dann brauche ich noch die Granaten, halbwegs vernünftige. Knicklichter habe ich auch nicht mehr da, also hier kommen dann Knicklichter rein. Zwei Rauchgranaten wahrscheinlich jetzt auch gerade an der falschen Stelle. Der hat nicht zufällig, nee, Throwing hat er. Ja, also Wurfmesser müssen jetzt nun wirklich nicht sein in diesem Spielfortschritt. Wenn man leise MPs hat, dann sind Wurfmesser, glaube ich, ja, bis halt, dass sie ein One-Hit-Kill sind, aber ich bin da so ein bisschen skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen. So, als Platzhalter gebe ich ihm direkt nochmal zwei Tränengasgranaten mit. Und hier nochmal zwei Rauchgranaten, damit ich mich daran erinnere, dass ich eigentlich hier ein anderes LBE haben will, weil die Rauchgranaten immer auf diesem Slot sind. Und dann gebe ich ihm einfach mal zwei Mark II Granaten. Auch wenn er die eigentlich ja gar nicht so weit werfen kann. Mit dem Throwing Skill. Und auch wieder als Platzhalter. Einfach nur, damit ich mich dran erinnere, zwei Mini-Granaten. Oh, Stun-Granate hat er momentan noch gar nicht. Ja, da müssen die Mark II-Granaten gehen. So, also tolle Ausrüstung ist was anderes, aber das ist halt das, was ich da habe. Und damit müssen die Jungs einfach jetzt leben. Ich werde hier mal noch die HE-Granaten mitführen, denn sowas ist auch immer wieder nützlich. Ist er bei 93% Gewicht, dann die Stun-Granaten... Nehme ich direkt auch noch mit. Oder zwei Stun-Granaten, zwei Tränengasgranaten. Jo. So ist das ganz gut. Das werde ich mitnehmen und dann werde ich mich, denke ich mal, in der nächsten Folge aufmachen hier in Richtung Samside. Werde hier die Milizen ausbilden und werde die Ausrüstung hier nochmal aktuell halten. Und hier die weiteren Felder aufdecken, gucken, ob ich hier noch irgendwelche Patrouillen finde. Aber keine Sorge, so langsam geht es ja nicht weiter, denn bei Tagesanbruch bricht Squad 2 erstmal wieder auf in Richtung Estoni. Das heißt also Patrouille ausschalten, Patrouille ausschalten, Patrouille ausschalten, Patrouille ausschalten und teilweise sogar in Sektoren, wo noch gar nicht gekämpft wurde. Nämlich, ich glaube, in Estoni habe ich, weiß ich jetzt nicht, ich glaube, ich habe da noch nicht gekämpft. Und in den Sektor südlich von Estoni, den habe ich ja noch nicht mal besucht. Für Squad 1 geht es danach dann weiter, die nördliche Route, hier die restlichen Patrouillen ausschalten, die sich hier wieder angesammelt haben.
den Spanner nehmen und ab nach Cambria. Und hoffentlich gibt das vielleicht sogar ein bisschen was in... Warum ist Miguel denn schon aufgestiegen durch das... Ach, weil er die Stärke gelevelt hat, weil die sich hier durch die Gegend geschleppt haben. Ja, okay. Interessant. Vielleicht gibt das tatsächlich mit den Gegnerpatrouillen hier genug Erfahrungspunkte, dass vielleicht sogar Carlos dann schon ein Level aufsteigt. Das wäre ja durchaus wünschenswert. So, jetzt wollte ich mir einmal noch ganz kurz angucken, die... Nee, nicht die Historie. Es gab doch irgendwie so ein Logbuch, wo man sich angucken konnte. Ah ja, genau. Alles, was hier rot markiert ist, das sind Aufträge, die eventuell sogar noch offen sind. Jetzt gucke ich mal. Die Terroristen, davon habe ich noch keinen einzigen gefunden. Doreen ist die Frau hier in Drassen. Habe ich die schon überzeugt, die Fabrik zu verlassen? Das muss ich gleich mal gucken. Das mache ich gleich in dieser Folge noch. Das ist der Spanner, der hier in San Mona sein Unwesen treibt. Die Videokamera... Achso, ein Cheat benutzt, ja, okay. Das war halt... Das war nicht zu vermeiden. Es war zu vermeiden, aber ich hatte keinen Bock, den Kampf nochmal zu machen. Also rot markiert sind tatsächlich die Aufträge, die noch nicht abgeschlossen sind. Das heißt, ich habe hier tatsächlich die Möglichkeit, wenn ich mich hier gleich in die Fabrik mit der Kinderarbeit bewege, habe ich die Möglichkeit, die Quest abzuschließen, denke ich mal. So mache ich das doch mal. Hi there. What I do? Erfahrungspunkte kann man immer gebrauchen. Ich glaube, das war in diesem Sektor. War das in... Ja, diese war das diese Fabrik hier? Ich glaube, ja. Yes. Und ich weiß, dass man diese Quest quasi zweimal... Ich weiß nicht, ob es zweimal zählt, aber ich werde das so machen. Denn wenn man... Also diese Frau, die hier diese ganzen Kinder zur Arbeit zwingt, was ich ja überhaupt nicht in Ordnung finde. Ja, genau, die steht hier noch. Die kann man davon angeblich überzeugen, aufzuhören, die Kinder arbeiten zu lassen. Aber ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Man kann sie erschießen oder man kann versuchen, sie zu überzeugen. Und man kann auch beides machen. Aber ich weiß nicht, ob das immer noch so geht. Aber so werde ich es zumindest machen. Um beides zu machen, muss man aber die Türen blockieren. Weil in dem Moment, wo man sie angeblich überzeugt hat, die Kinder nicht mehr arbeiten zu lassen, dann macht sie sich vom Acker und man kann nicht mehr auf sie schießen. Und das ist natürlich ein absolutes No-Go. Ich glaube, Mad Dog wäre der... Ich weiß gar nicht, ob Mad Dog der Richtige ist, um sie zu erschießen. Ich spreche sie einfach mal mit Miguel an. Was willst du dieses Mal? You're right. You are absolutely right. They're kids. I'll shut the factory down. I never liked this job anyway. Mary Lynn will have to get her clothing line manufactured somewhere else. I never liked that woman either. Thought she was really something because she had her own TV show. I've seen the light. I don't know what I was thinking before, but you straightened me out. And I'm grateful for it. Aha. Yeah. Also, ich weiß nicht, ob es am Voice-Acting liegt, aber normalerweise ist das ja in Jagged Lines 2, also in den, zumindest im Basisspiel, relativ solide. Ja, und ich glaube dieser Frau kein Wort. Ganz ehrlich, ich glaube ihr kein Wort. Und was jetzt passiert, wenn ich die Ausgänge nicht blockiert hätte, wäre, sie läuft hier aus der Karte raus. Und wie ich mir das so vorstelle, ich verschwinde hier aus dem Sektor und 3 Sekunden später steht sie hier wieder in der Fabrik und lässt die Kinder schuften, ja. Und auch wenn ich in der Folge, wo wir die Fabrik hier das erste Mal besucht haben, gesagt habe, Kinderarbeit kann man ja mal machen. Ich meine, so, ich bin ja nun wirklich eigentlich kein Freund davon. Das heißt also, komm, du musst einfach dran glauben. So, die Kinder gehen runter, hoffe ich zumindest.
Marine, you left no choice with us. My people, they will understand what I had to do this day. So, und weg ist er. Ich weiß nicht, ob es mehrmals Erfahrungspunkte dafür gibt. Das hier wäre wahrscheinlich der, ja, 20 Dollar hat sie dabei gehabt. Das hat sich ja die Kinderarbeit echt gelohnt. Die sag ich ein. Das heißt, kann ich vielleicht das Geld den Kindern geben? Nee, kann ich nicht. Schade. Kann ja das Geld hier so in die Fabrik einmal so reinwerfen, so wie im Club. Wenn man mit den Scheinen schmeißt, mache ich öfter. Und dann gucken, ob sie sich drum schlagen. Nee, leider nicht. War ein Versuch wert. Ich werde das Geld einfach auf meine Bank einzahlen und gut ist. So, und jetzt rede ich mal hier mit den Kindern. Ah, nein, oh nein. Ja, Ja, was soll's. Yes. Wenn man sich in einer Kleidungsfabrik in die Hose scheißt, dann ist das, glaube ich, nicht ein so großes Malheur, als wenn das nun zum Beispiel im Bus auf dem Weg nach Hause von der Schule passiert, obwohl euch das sowieso nicht passiert wäre. Ja, ich bin ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Da liegt sie. Und kann nichts mehr machen. Und kann vor allen Dingen nicht mehr wieder zurück in die Fabrik kommen, um hier die Kinder weiter zu beschäftigen. Achso, ich kann mit denen mich ja gar nicht wirklich unterhalten. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz guter Abschluss für diese Folge. Damit wäre diese Quest auch erledigt. Dimitri hat sogar ein Level dazu bekommen und sollte jetzt Level 5 sein, genau. Was schon mal gar nicht so schlecht ist. Auch der Rest hat natürlich... Ach, der Mad Dog mal wieder, ne? Hat er sich ganz im Ernst eine VSS geklaut? Wo hat er denn jetzt schon wieder den ganzen Kram her? Der hatte da doch eigentlich eine Minigranate drin. Der Junge. Der hatte hier eine Minigranate. Was, wo ist denn die Minigranate hin? Oh. Ja, stattdessen hat er sich ein paar Stims gezwackt. Weiß ich ja nicht, ob er... was er damit zu tun hat. Er ist ja zumindest kein Abhängiger, also... Ja, er ist ja nur Kleptomane. Naja, wie auch immer. Ich finde, das ist ein ganz guter Abschluss für diese Folge und auch für diese Woche. Endlich mal was geschafft, ja. Endlich mal zumindest eine Quest erledigt. Und ich habe ja schon gesagt, wie es in der nächsten Woche weitergeht. Vielleicht sehen wir uns ja auch dann in der nächsten Woche wieder und bis bald.